Obwohl sie leicht zulegen konnten in der Wählergunst, gut 3 Wochen nach der Bundestagswahl ist der interne Machtkampf bei der Linkspartei offen ausgebrochen. Schon vor der Klausursitzung der Fraktion heute in Potsdam hatte Fraktionschefin Sarah Wagenknecht mit Rücktritt gedroht. Den beiden Parteivorsitzenden Rieksinger und Kipping warf sie vor, die Macht der Fraktionschefs beschneiden zu wollen. Offenkundig seien sie nicht zu einer fairen Zusammenarbeit bereit. Mehrere Stunden wurde hinter verschlossenen Türen nach einem Kompromiss gesucht. Am Abend war dann Gregor Gysi zu der Runde dazugestoßen. Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden ist uns zugeschaltet. Tim, Sie haben das Gerangel, die Gespräche vor und hinter den Kulissen den ganzen Abend über beobachtet. Ist es denn gelungen, den Streit irgendwie zu entschärfen? Konnte Gregor Gysi die Streithähne besänftigen? Ja, Gregor Gysi hat einen Kompromiss gefunden, der jeder Seite etwas wehtut und jeder Seite etwas bringt. So bekommen Rieksinger und Kipping keinen Zugriff auf das Stimmrecht in dem Fraktionsvorsitz, was sie gern gehabt hätten, aber gleichzeitig kriegen sie einen Zugriff auf das Rederecht. Das schmerzt wiederum Sarah Wagenknecht, aber sie kann nun zusammen mit Dietmar Bartsch über die Zusammensetzung des Fraktionsvorstandes entscheiden. Da hätten gern auch Rieksinger und Kipping Zugriff gehabt. Mittlerweile ist auch gewählt worden, Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch bleiben mit relativ guten Ergebnissen, 75% und 80%, Fraktionsvorsitzende der Linken. Aber die zugrunde liegenden Probleme, offenbar persönliche Aversionen und ein Richtungsstreit in der Partei, sind doch damit noch nicht gelöst. Nein, vor allem 2 Fragen stehen da im Mittelpunkt, nämlich zum einen die Diskussion um die Flüchtlingspolitik der Linkspartei. Da vertritt Wagenknecht die Position, es kann laut Grundgesetz eben nur ein politisches Asyl oder ein Asyl für politische Flüchtlinge geben, während Kipping sagt, wir brauchen ein Bleiberecht für alle. Und zum anderen, damit aber auch im Zusammenhang stehend, weil ja durch diese Flüchtlingspolitik der Linken viele zur AfD gegangen sind von den Wählern, wie geht man mit diesen abtrünnigen Wählern, sage ich mal, um? Während es einige in der Linkspartei gibt, die sagen, lassen wir rechts liegen, meint Bartsch, wir müssen die zurückholen, umwerben und auch mit ihnen reden, selbst wenn sie Ressentiments haben, um sie einfach wieder für die Linke zu gewinnen. Und da muss man vor Ort gehen, auch wenn es schwerfällt. Wird dieses Gerangel die Oppositionsarbeit der Linken nun zum Start der neuen Legislaturperiode erstmal behindern? Nein, das glaube ich nicht. Vielmehr muss sich die Linke erst einmal im parlamentarischen Betrieb dieses neuen Bundestages zurechtfinden, denn sie ist ja nun nicht mehr Oppositionsführer, sondern kleinste Oppositionspartei. Das heißt, man redet nicht mehr als Fraktionsvorsitzender direkt nach der Kanzlerin, sondern am Ende der Rednerliste. Man hat auch nicht mehr den Zugriff auf den Vorsitz von prestigeträchtigen Ausschüssen wie dem Haushaltsausschuss, sondern muss sich mit dem Petitionsausschuss zufrieden geben. Und das ist echt eine harte Landung. Einschätzungen und Informationen aus Berlin von Tim Herden. Herzlichen Dank dafür.